Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit dem EES US Data Recovery Assistenten Dateien von einer externen Festplatte wiederherstellen. Die Gründe für den Verlust von Dateien können sehr unterschiedlich sein, zum Beispiel das versehentliche Löschen einer Datei oder eines Ordners, das Formatieren einer Festplatte, Virenaktivität oder ein Fehler. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbindung mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Öffnen Sie dazu unsere externe Festplatte und löschen Sie Dateien von dieser. Lass es eine Art Dokument sein. Wir machen folgende Schritte, um die Dateien, die mit dem EES US Data Recovery Assistenten von einer externen Festplatte verloren gegangen sind, wiederherzustellen. Führen Sie das Programm aus. Wählen Sie das Laufwerk aus, von dem die Datei wiederhergestellt werden soll. Klicken Sie auf Scannen. Wir warten auf das Ende des Scan-Vorgangs. Nach dem Scan der externen Festplatte führt das EES US Data Recovery Assistant das erweiterte Scan fort. Betrachten Sie jedoch zunächst die Ordner, die das Programm als Ergebnis eines regelmäßigen Festplattenscans wiederhergestellt hat. Wie Sie sehen können, hat das Programm beim Scan der Festplatte gelöschte Dateien erkannt. Wenn dies nicht der Fall wäre, würden wir weiterhin mit der Funktion erweiterter Scan nach unseren Dateien suchen. Durch Doppelklicken auf eine der Dateien können Sie diese anzeigen, bevor Sie sie wiederherstellen. Um die erforderlichen Dateien wiederherzustellen, wählen wir sie im Programmfenster aus und klicken auf Wiederherstellen. Wir wählen den Ordner aus, der zuvor zum Speichern von Dateien vorbereitet wurde, und klicken auf Speichern. Das Programm selbst öffnet einen Ordner mit wiederhergestellten Dateien. Dateien wurden wiederhergestellt. Es ist erwähnenswert, dass ein so hoher Prozentsatz der wiederhergestellten Dateien in diesem Fall auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass wir unmittelbar nach dem Löschen mit der Wiederherstellung begonnen haben. Um den EES US Data Recovery Wizard zu bewerten, haben wir ihn mit dem Hetman Partition Recovery verglichen. Die Programme haben vieles Gemeinsames. Eine einfache Oberfläche, zwei Arten von Analysen und eine Funktion zur Vorschau der wiederhergestellten Dateien. Unter den Vorteilen von Hetman Partition Recovery ist jedoch ein besserer Algorithmus für das schnelle Scannen zu erwähnen. Vorschau-Funktion, die auch die Vorschau von Dateien im Audio- und Videoformat unterstützt. Weitere Methoden zum Speichern wiederherstellbarer Dateien. Dies ist die Möglichkeit, direkt auf CD-DVD zu schreiben, Daten über FTP hochzuladen oder eine virtuelle ISO-Image der Daten zu erstellen.
In Head and Position Recovery werden außerdem Funktionen zum Erstellen eines Images einer virtuellen Festplatte implementiert, mit denen in Funktion Dateien wiederhergestellt werden können, sowie die Möglichkeit, Daten von virtuellen Maschinen wiederherzustellen. In der Version des EaseES Data Recovery Wizard, die wir testen, gibt es keine solchen Funktionen. Wenn Sie Ihre eigene Meinung zu den beschriebenen Programmen zur Datenwiederherstellung haben, schreiben Sie sie in die Kommentare. Das ist alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Video wird Ihnen nützlich sein. Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal. Viel Spaß und tschüss!